Zurück in die Zukunft. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chains in World 3, denn ich spiele das hier auf der Niedertalbahn. Hallo Lokführer, tut mir leid, dass ich Sie anrufe, aber ein Fahrer hat ein seltsames Licht auf der Strecke bei Büdesheim gemeldet. Sie müssen daher hinfahren und dies überprüfen. Ja, das wird dann wohl heute unser Job hier sein. Ein seltsames Licht? Hm. Was könnte das sein? Das werden wir heute herausfinden in diesem neuen Szenario. Auf der Niedertalbahn mit unserer BR 365 steigen Sie also in die 365 auf dem Abstellgleis und sehen Sie sich um. Und lassen Sie sich jedoch nicht vom Nebel täuschen. Oh, also ich bin echt gespannt, was das zu sagen hat. Also wie gesagt, dies ist ein Szenario aus dem Karriere, beziehungsweise aus dem Szenario, aus der Szenario-Reihe rund um die Niedertalbahn und heißt Zurück in die Zukunft. Und ja, wir sollen uns hier auf den Lokführersitz setzen. Das werden wir tun, wenn wir uns hier über die Gleise begeben. Wenn es nochmal kurz absichern, es ist alles frei, wunderbar. Dann werden wir mal reingehen, aber vorher können wir vielleicht ein Foto machen von unserem heutigen Arbeitsgerät. Und wie gesagt, jetzt werden wir uns hier mal reinsetzen. Es ist ein relativ... ja, schöner Tag, würde ich mal sagen. Also ein paar Wolken am Himmel, aber sonst sehr schön. Ich bin echt gespannt, was dieses Szenario uns zu bieten hat, beziehungsweise wie das hier so vonstatten geht. Dem seltsamen Licht und so weiter. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr mysteriös an. Schauen wir mal. So, steigen auf jeden Fall mal ein hier. Die Tür zu. So, setzen uns auf unseren Sitz. Und sollen uns erstes mal den Batteriehauptschalter auf anstellen. Das werden wir natürlich tun. So, das haben wir erledigt. Dann drücken wir den Umschalter. Windecken, Kreis Hanau, 869 Meter. Wir lassen jetzt hier bei diesem Rangiervorgang erstmal die Zugsicherungssysteme aus, würde ich sagen, weil das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir lösen die Bremse. Und natürlich noch den Fahrtrichtungswender nach vorne verschieben, oder? Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. So. Fahren wir auch bereits. Moment mal. Wir könnten ja eigentlich auch... wir haben jetzt gleich... wir könnten ja eigentlich auch mit Zugsicherungssysteme fahren. So. Mal ein bisschen aufschalten hier. So, 3,5 Kilometer haben wir dann erstmal ein rotes Signal. Mir fällt gerade was anderes ein. Haben wir gar kein Licht angemacht, oder? So, jetzt sieht das, glaube ich, schon viel besser aus. Ja, auf jeden Fall mal Licht an. Das ist schon mal viel wert. Da fährt sie, unsere BR 365. Wunderschön, wunderschön. So, wollen wir hier gar nicht zu schnell werden, weil wie gesagt, wir ja auch gleich ein rotes Signal haben. So, da kommt der Ort, über den wir fahren sollen, Windecken. Mal diese Gegend hier an. Wunderschön. Da sind sie am Baggern.
Rückleuchte ist eh nur 40, von daher passen diese 34-35 km/h, die wir jetzt hier fahren, wirklich wunderbar. Also die Szenario-Beschreibung hat so geheißen, es scheint, als hätte ein böser Geist die Strecke heimgesucht. Ich bin echt gespannt, so mittlerweile haben wir grün auch. Ich bin echt gespannt, wie sich das, dieses Szenario darstellen wird, was da auf uns zukommen wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Aufschalten im Mipa, nicht ganz so langsam werden. So, was haben wir hier oben für Schalter? Ventilator brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne. Oder? Ist das animiert? Würde mich jetzt interessieren. So, ich bin echt gespannt, wie sich das hier darstellt. Untersuchen Sie das Gebiet. Ich bin echt gespannt. Also das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Den Niddatalbahn habe ich eh so wenig Szenarien bzw. Videos. Ich glaube zuletzt eins, wo ich mit der BR628 gefahren bin. Ich glaube, das war ein Video auf der Niddatalbahn. Da dachte ich mir, können wir mal wieder eins nachlegen. Wenn das dann so interessant klingt, dann erst recht, würde ich sagen. So, wir sollen gleich wieder über einen Ort fahren, der allerdings nicht namentlich genannt. Oh, jetzt wären wir zu schnell hier. Eieiei, 40 ist gleich. Ging es doch. Hat aber auf einmal jetzt die Leistung bekommen, du. Lucky Funny. Muss man ein bisschen in die Bremse gehen hier. Bin ich gleich 40. Wir wollen nicht zu schnell werden hier. So, was da, was ist das? Ein rotes Signal? Wo? Ich sehe keins. Ich sehe keins. Jetzt los. Okay, das war wohl ein Wasser, ein Signal, was hätte ich hätte quittieren müssen. Was ich aber nicht habe, dementsprechend sind wir stehen geblieben. Gab es jetzt die berühmte Zwangse. Aber ja, das ist dann wohl halt so. Ich habe das jetzt nicht für ein Signal gehalten, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, dann war das so. Dann war das ein haltendes Signal, was ich hätte quittieren müssen, was ich nicht habe. Und dementsprechend gab es natürlich jetzt die Zwangse, logischerweise.
So, jetzt fahren wir da über den Ort. Ah, shit, wir hätten da anhalten müssen. Kacke. Stopp, 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 stopp. Ah, Mann, jetzt habe ich mich falsch gelesen. Ich habe gedacht, da drüber fahren. Sorry. Das war meine Schuld. Ich habe echt gedacht, drüber fahren. 2,9 Kilometer, so weit wollen wir ja gar nicht fahren. Das war jetzt meine Schuld, das wäre beinahe schief gegangen. Mein Gott, was ist das? Oh nein, es verschwindet. Schnell, sehen Sie nach. So, was heißt das jetzt? Sollen wir aussteigen oder wie? Wird es auf einmal neblig hier? Was passiert hier? Okay. Machen erstmal hier schnell wieder den Schalter vorwärts. Dann steigen wir mal aus. Scheiße. So, Bremsanwendung, dann steigen wir mal aus hier und schauen uns das mal an, was wir uns da anschauen sollen. Was zum Himmels Willen da finden ist. Okay, noch weiter. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das sieht so futuristisch aus. Was zum Teufel ist das denn wieder für ein Szenario? Okay, wie geht's weiter? Es verschwindet wieder. Verschwinden wir von hier. Das wird uns sowieso niemand glauben. Okay, was ein skurriles Szenario. Sollen wir nach Büdesheim fahren? Okay, gut, dann verschwinden wir halt von hier. Wo sind die Bremse? Bei den Richtungsblender nach vorne vielleicht. Jetzt ja. Gut, dann können wir hier losfahren. So ganz verstehe ich das Szenario noch nicht, weil es war irgendwie nicht zu sehen, da was wir da hätten finden sollen oder gefunden haben oder was das für seltsame Dinge waren. Aber okay. So, jetzt sollen wir gleich wieder anhalten in Büdesheim. Jetzt schon wieder los. Warum? Was passiert hier bloß? Warum hält er an? Der Richtungsschalter knallt raus. Was passiert denn hier?
Schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Ist doch nicht normal. Was geht denn hier ab? Der hält dauernd an. Hier stimmt doch was nicht. Hat das alles mit dem Szenario zu tun oder was ist jetzt hier Phase? So, jetzt ist der Nebel wieder weg. Da sollen wir auf jeden Fall anhalten. Haben wir den Verstand verloren? Fahren wir einfach weiter. Wir haben nichts gesehen. Was ist das denn für ein Szenario? Entschuldigung. Sollen wir nach Niederdorf hinfahren? Was zum Geil geht denn hier ab, ja. Okay. Da fahren wir weiter. Lösen die Bremse. Komisches Szenario irgendwie. Zurück in die Zukunft, ist klar. Ja. Ganz komisches Szenario. Vor allem, es wurde so angepriesen, als würde da sonst was passieren. Und am Ende muss man bloß aussteigen, sich ein paar Teile da aufheben oder sich ein paar Stellen da merken oder nähern. Dann kam ein bisschen Nebel auf und das war's. Weiß ich nicht. Ein bisschen viel. Das wird mehr angepriesen, als es eigentlich im Nachhinein oder im Endeffekt gab. Aber ja, es ist auch mal schön mit der 365 hier zu fahren. Richtig schöne Diesel-Lok. Kann man nicht anders sagen. So. Sollen wir gleich Niederdorf-Fan anhalten? Bin gespannt, was das Szenario noch so für uns bereithält. So, fahren wir schön an dem Bahnhof vorbei. Scheint auch eine kleine Firma zu sein, nebenan. Wie das hier aussieht.
ja, eine kleine Logistikfirma oder so. Also insgesamt wundervolle Strecke, muss man wirklich sagen. Dieses Jahr gab es ein neues Update für diese Strecke, für die komplette Niedertalbahn. Aber ich weiß nicht, dieses Szenario, ein bisschen lame dafür, dass es so hoch angepriesen wurde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte es euch doch nicht, trotzdem nicht vorenthalten, damit ihr dann auch seht, was euch in diesem Szenario erwartet. Viel heiße Luft um nichts, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen. Oder viel Nebel um nichts. Ich glaube, so kann man es passender ausdrücken. Ach, gleich 40. So. Dann sind wir gleich in Niederdorffelden. Ah, was ist denn jetzt schon wieder los? Wo war da ein Signal? War hier irgendwo ein Signal, was ich überfahren habe? Magnet, ja. Nur kein Signal. Was ich hätte quittieren müssen, sollen. Komisch. Naja, muss man nicht verstehen. Das nimmt einem so ein bisschen den Spielspaß, weiß ich nicht. Wenn man dauernd stehen bleibt, in irgendwelcher Dinge, die nicht ersichtlich sind. Okay, hier ist ein Signal. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da quittieren müssen, weil wir in den Bahnhof reinfahren. Das lasse ich mir gefallen. Was sich übrigens gerade gesenkt, habt ihr es gesehen? Ein wunderschönes Formsignal. So, fahren jetzt hier links auf auf das Nebengleis und halten dann erstmal an. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wird schon wieder nebelig. Nein, es passiert schon wieder. Schnell verschwinden wir von hier. Erlaubnis schneller als Streckengeschwindigkeit zu fahren los.
Ernsthaft? Ihr dürft schneller als Streckengeschwindigkeit fahren? Ja, dann, let's go! Bremsen gelöst und ab die Post. Nächste Station, Bad Vilbel. Bad Vilbel. Vilbel. Dann wollen wir mal loslegen hier. Dann wollen wir mal alles rausholen, was sie hat. Vielleicht sollten wir auch die Zugsicherungssysteme ausstellen. Sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn. Wieder so neblig hier. So, wir dürfen ja schneller Streckengeschwindigkeit fahren. Aber viel schneller fährt er sowieso nicht. Von daher hat sich das Thema. Streckengeschwindigkeit ist hier bestimmt 40 oder so. Und wir dürfen jetzt 60. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. War da gerade ein rotes Signal? Am besten denke ich gar nicht drüber nach. Sind da laufend rote Signale, seht ihr das? Wir fahren da drüber. Was ist denn das für ein Geisterszenario? Und ich sehe mal null, was da vorne abgeht. Absolut nicht. Mehr als 60 geht sowieso nicht und wir können ja nur vertrauen. Wir sehen nichts. Auf Sicht fahren ist, glaube ich, hier, ja, weiß ich nicht. Sollte man normalerweise, aber ich glaube, in diesem Szenario ist alles anders. Wir haben jetzt zwei rote Signale überfahren. Wir dürfen schneller als Streckengeschwindigkeit fahren. Es ist wieder auf einmal wieder so neblig. Ich weiß nicht, was das für ein Szenario ist. Kann ich euch echt nicht sagen. Ich fahre das auch zum ersten Mal. Ich habe keine Rückfahrleuchten an. Das geht ja mal gar nicht. Die hinten eigentlich rot stellen. Wahrscheinlich nicht. Vorne, hinten. Egal, lassen wir das. Sind wir auf jeden Fall von hinten auch zu sehen. Dem Nebel vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, im Vorbild haben die aber Schlussleuchten, also rote Schlussleuchten. Die hat das mit Sicherheit auch. Ich finde es nur gerade wieder nicht. Wahrscheinlich daran wird es liegen. So, wir sind jetzt gleich in Bad Vilbel. Bad Vilbel, heißt das Bad Vilbel, ne? Bad Vilbel, ja, Bad Vilbel. Muss für das echt antrainieren. Bad Vilbel.
ja ein Unterschied, wie man das ausspricht. Das heißt ja nicht Bad Fiebel, wird ja nur mit I geschrieben. Also mit einfachem I. Bad Fiebel. Bad Fiebel. Ist ja immer schon wieder gebremst oder von alleine? Hier ist doch was nicht richtig. Entschuldigung. So, da ich ja die Zugsicherungssysteme aus habe, kann das daran nicht liegen, sondern die werden hier wieder von alleine gebremst, von Geisterhand. Ohne dass ich irgendwas dazu getan habe. Wetten der Richtungswender ist raus. Wetten? Sag ich doch. Das ist wieder so, ne? Im Szenario stimmt was nicht. Das ist ganz, ganz komisch. So, und jetzt sind sie den Zielpunkt zu finden im Nebel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wieso stehen wir denn schon wieder? Das ist aber auch wirklich nervig. Komm, die 780 Meter schaffst du auch noch ohne Probleme. Drück's einfach mal, man weiß ja nie, wo ich es ausgestellt habe. Also normalerweise kann das daran nicht liegen. So, das rote Signal ist gut 300 Meter von dem Zielpunkt entfernt. Das freut mich. Das heißt, da sollte man nicht drüber fahren. Selbst wenn wir uns ein bisschen verbremsen. Ich bin gleich echt auf die Auswertung gespannt, was es hier überhaupt ergibt. Weil ich weiß nicht. Ganz komisches Szenario. Denn hier der Zielpunkt? Ich sehe nichts. So, da muss er gleich irgendwo kommen. Da. So, jetzt. Ich hoffe wirklich, dass es nur ein Traum war. Sehen wir nach. Kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ich jetzt auch noch aussteigen oder was geht jetzt ab hier? Nee, das war's. Und jetzt? Wir haben Gold erhalten für ein Szenario, was ich so nicht so wirklich verstehe, aber ja, lassen wir das. Das war es auf jeden Fall mit diesem verrückten Szenario zurück in die Zukunft. Ihr seht selber, es steht da tatsächlich so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Wäre schön, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Schreibt gerne eure Kommentare und eure Meinung über dieses Szenario. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr die ganze Sache seht. Mich persönlich hat es jetzt nicht so besonders gekickt.
War viel Rauch um nichts, viel Nebel um nichts. Ja, weiß ich nicht. Ein kleines Spaßszenario, was die TTG da eingebaut hat. Mehr nicht. Jedenfalls meine Meinung. Schreibt eure Meinung dazu, würde mich auf jeden Fall interessieren. Bis zum nächsten Mal. Euer, der den ich spielt, das macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.